Es sind nur 6 Kilometer von Offenbach in die Bankencity Frankfurt. Und dennoch liegen dazwischen Welten. 350 Millionen Euro Schulden, Rekordarbeitslosigkeit und zu wenig Sozialwohnungen. Die Offenbacher leiden. Warum geht's einfach nicht, dass man einfach in einer Wohnung ist? Einfach in einer ganz normalen Wohnung, wie andere normale Menschen. Die Tafel ermöglicht mir, dass ich jede Woche circa für 1-2 Tage Essen habe. Früher da haben wir auch Fahrräder klauen gegangen, dies, das. Da gucken halt, wo man Geld machen kann. Damit auch viel Probleme gab mit der Polizei. Die Stadt befindet sich in einer finanziellen Ausnahmesituation. Ihre Bewohner gehören mittlerweile zu den Einkommensschwächsten in Deutschland. Jeder 8. lebt hier von Sozialhilfe. Schlimm mitzukriegen, wie viel die Menschen machen, tun, um überhaupt eine Sozialwohnung zu bekommen, die es faktisch eigentlich nicht gibt. Wir haben sehr viele Menschen, die eben im unteren Einkommenssegment sind oder darunter. Ich habe so viele Geringverdiener hier an der Tafel, die Aufstocker sind. Und das kann es doch nicht sein. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Die Armen sind jetzt noch ärmer. Bei der Tafel in der Neusalzer Straße erlebt man den Niedergang hautnah. Die Einrichtung existiert seit 14 Jahren. Aber noch nie war der Andrang so groß. Manuel Litau arbeitet eigentlich hauptberuflich als Priester. Wenn Gott ihm freigibt, versorgt er die Hungrigen der Stadt. Über 800 Haushalte unterstützt die Tafel. Hier haben wir frische Sachen, vor allem Gemüse, ganz unterschiedliche Sachen. Es werden auf jeden Fall immer mehr. Wir haben jetzt fast 200 Familien hier an einem Standort. Und es sind in den letzten Zeiten, also in den letzten Monaten und Wochen, sind immer mehr dazugekommen. Das merken wir. Zu seinen Stammkunden gehören vor allem ältere Menschen mit viel zu leeren Kühlschränken. Wir haben hier schöne Maultaschen gekriegt, Matjesfilet, Milch, Pudding und viel Obst und Gemüse. Ich bin jetzt auch 74, muss halt arbeiten gehen, weil meine Rente nicht reicht. Darf ich fragen, was Sie bekommen? 563 Euro. Und weil ich arbeiten gehe, kann ich von meinem Mann nur 46 Euro Rente bekommen. Wie machen Sie das mit Miete? Ja, dafür gehe ich arbeiten, für die Miete und für mein Auto. Gabriele Ackermann ist 65, hat ihr Leben lang gearbeitet, meistens ohne angemeldet zu sein. Das rächt sich im Alter. Für Rente kriege ich jetzt 200 Euro Rente. Warum? Ja, nicht genug geklebt, nicht genug gearbeitet schon, aber halt nicht mit Papiere. Wie man früher hat man ja nicht drüber nachgedacht. Hat man lieber so gearbeitet. Wo haben Sie denn gearbeitet immer? Ach, mal im Kiosk, mal als Zimmermädchen, verschiedene Sachen. Es gibt Momente, an denen erkennt auch die Chefin der Tafel ihre eigene Stadt nicht wieder. Offenbach ist eine Arbeiterstadt gewesen. Wer hier früher nicht gearbeitet hat, der war faul gewesen. Jetzt ist es aber so, diese Firmen sind alle weg, aber die Menschen sind ja noch hier. Früher war Offenbach ein industrielles Zentrum. Standort der Firma Höchst, einem der größten Chemiekonzerne Deutschlands. Das Unternehmen MAN Roland produzierte Druckmaschinen. Zehntausende Jobs wurden geschaffen. Bei Roventa wurden im Schichtsystem Toaster, Staubsauger und Feuerzeuge gefertigt. Darüber hinaus galt Offenbach als Herzstück der Lederindustrie. Doch dann begannen die Unternehmen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Offenbach hatte ausgedient. Heute hat die Stadt mit 10,7% die höchste Arbeitslosenquote in ganz Hessen. Der Stadtteil Lauterborn, Heimat von 13.000 Menschen. Mike, der sich selbst Cashpoint nennt, ist hier aufgewachsen. Nach dem Fachabi will er als Rapper groß rauskommen, auch ohne wegzugehen. Hier gibt's alles. So, hier gibt's alles. Jede Kultur. Du lernst jeden Tag was Neues dazu.
Das Leben am Block, das Leben am Block, das Leben am Block. Umgeben von Hass, gering ist die Chance, gering ist die Chance, gering ist die Chance. Deshalb gehen wir auf Jagd, auf der Flucht vor den Cops. Flucht vor den Cops, auf der Flucht vor den Cops. Denn wir schaden den Staat, denn das Geld, was wir machen, bleibt schwarz. Die Texte, die Rap-Version ihres Lebens. Einerseits sind sie stolz auf ihr Viertel, andererseits haben sie Angst, hier nicht rauszukommen, in Lauterborn zu scheitern. Mikes Kumpel weiß, wie das geht. Ich habe keinen Schulabschluss, aber kommt trotzdem klar, also in mein Leben. Ich habe damals angefangen zu kiffen und das war damals mein Untergang gewesen. Und ich habe das Geld dafür auch gebraucht, ne? Bin früher da mir aufs Fahrräder klauen gegangen, dies, das. Da gucken halt, wo man Geld machen kann. Damit auch viele Probleme gab mit der Polizei. Ja, danach war ich auch 2 Jahre selber weg gewesen, also war 2 Jahre in Haft. Das hat dann bei mir auf jeden Fall Klick gemacht und ich habe gedacht, muss ich was dran ändern. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall jetzt schaffe. Mit 28 versucht er jetzt, seinen Realschulabschluss nachzuholen und einen Job zu finden. Auch Mike ist auf der Suche nach einer Lehrstelle. Bisher kamen nur Absagen. Bleibt der Traum von der Musikkarriere. Bei anderen Ghetto-Kids hat das ja auch geklappt. Seitdem wir hier so 14, 15 sind, rappen wir hier ab und zu mal oben am Block. Inspiration, weil wir haben ja auch eine gute Sicht zu unserer Stadt, bis nach Frankfurt und weiter. Und hier kommen dann auch die besten Inspirationen und uns fallen hier gute Dinge ein. Und da kommt schon manchmal was Gutes auch so zustande. Fast 2/3 aller Offenbacher haben einen Migrationshintergrund. Auch hier ist die Stadt deutschlandweit führend. Die Arbeiterwohlfahrt kümmert sich um diese Menschen. Ali Karakale hilft ihnen, Fuß zu fassen. Heute begleitet er eine seiner Klientinnen zu einer Selbsthilfegruppe. Süleyya Taskin ist schon ewig auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Nachdem ihr Mann vor 6 Jahren gestorben ist, konnte sie die Miete nicht mehr allein zahlen und musste raus. Zusammen mit ihren 3 Kindern. Kannst du mal erzählen, du bist ja seit einigen Jahren obdachlos in einem Hotel. Was denn jetzt sich entwickelt hat als alleinerziehende Mutter? Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen? Ja, ich bin fast seit 2,5 Jahren jetzt im Hotel. Mit 3 Kindern. Ich bin Alleinerziehende. Mein Mann ist vor 6 Jahren gestorben. Ah ja, ich suche Wohnung, aber klappt irgendwie nicht. Es ist sehr schwer. In Offenbach gibt es sehr viele neue Wohnungen, aber sehr, sehr, sehr wenige Sozialwohnungen. Und wir haben hier sehr viele Menschen, die mindestens 1 Kind haben. Und für Menschen mit Kindern ab 1, 2 ist es schwierig, eine Sozialwohnung zu finden. Plötzlich wird es zu Leia alles zu viel. Sie hat jetzt Sozialwohnung, ja, mit ihm. Sie hat Atemnot. Sie hat Atemnot. Panikattacke. Das wird ein bisschen zu viel für sie. Also das ist auch Sache, was wir jetzt in der Selbsthilfe und auch in der Beratung gucken, wie nah geht einem das Thema. Keine eigene Wohnung und 3 Kinder. Umstände, die für jeden schwer auszuhalten wären. Einen Herzinfarkt hatte Süleyya schon. Doch es sind nicht nur die Gesundheit und die Wohnungsnot, die ihr zu schaffen machen. Auch das Geld vom Jobcenter Meinarbeit reicht von vorne bis hinten nicht. Von Meinarbeit bekomme ich 500 Euro plus Kindergeld. 400 Euro, weil von meinem Sohn, weil er Schule macht, haben die gekürzt jetzt. Von den 3.800 Sozialwohnungen in der Stadt hat Süleyyas Familie keine abbekommen. Stattdessen lebt sie seit 3 Jahren im Hotel Europa. An der Rezeption ein Wachdienst, in den Zimmern Mieter, die nirgendwo sonst eine Chance hätten. Seit die Alleinerziehende hier untergekommen ist, hat sie oft Angst um ihre Kinder. Schon wegen der Nachbarn. Zu viert leben sie jetzt in 2 Zimmern. Mit ihren 2 Töchtern teilt sie sich das Größere. An ein Zuhause erinnert dieser Ort kaum noch. Also ich schlafe hier auf Bett und die Matratze legen wir auf dem Boden. Wir sind 2 Matratzen. Wir sind 2 Matratzen, ne? Also einen legen wir auf dem Boden. Wir haben keinen Tisch, dass sie Hausaufgaben machen. Sind wir auf dem Boden. Wir essen auf dem Boden.
Ah ja, das ganze Sachen ist auf Boden. Und eine Küche gibt es gar nicht? Küche gibt es hier nicht, leider. Privatsphäre auch nicht. Wie fühlt sich das an? Also ist ja schon alles sehr beengt. Sehr eng, ja. Keine Privatsphäre. Man hat nicht seine Ruhe. Sie kann keine Hausaufgaben machen. Den Kopf nicht freikriegen mit irgendwas, keine Ahnung. Es gibt einfach Tage, da will man auch von der Familie Kopf freikriegen und in sein Zimmer, aber geht nicht. Also an manchen Tagen gebe ich zu, habe ich wirklich so eine Wut in mir, weil irgendwann das platzt mir so raus. Gestern zum Beispiel habe ich meinen Wutanfall hier bekommen, weil ich so ausgeflippt bin wegen diesem ganzen blöden Quatsch hier. Ja, und manchmal denkt man sich einfach nur, warum geht's einfach nicht, dass man einfach in einer Wohnung ist, einfach in einer ganz normalen Wohnung, wie andere normale Menschen und nicht aufeinander auf dem Kopf hier in diesem Einzimmer hockt. Wie eine normale Familie sein, daran hindern sie auch die unerwünschten Mitbewohner. Wo wir Anfang hier neu eingezogen sind, hatten wir diese scheiß Bettwanzen hier überall. Das war richtig widerlich. Wir hatten die am ganzen Körper diese Stiche und das ist echt nicht schön. Doch manchmal gibt es Lichtblicke im tristen Einerlei. Die 11-jährige Suda hat heute gute Nachrichten aus der Schule mitgebracht. Heute ist was ganz Tolles passiert. Ich hatte eine 1 in Englisch. Ehrlich? Ja. Oh, schön. Ihr 18-jähriger Sohn wohnt im Zimmer nebenan. Wenn er nicht gerade schläft, sucht er einen Ausbildungsplatz. Seine Mutter nutzt den Raum auch anderweitig. Das ist so gesagt eine kleine Küche. Auch mein Sohn schläft hier. Seine Klamotten sind auch auf dem Boden von meinem Sohn. Das Herd tue ich immer unter Bett. Weil der Hotelbesitzer hat gesagt, wenn jemand von meiner Arbeit Kontrolle kommt, darf nicht sehen, weil es verboten ist. Ne? Und deswegen muss ich immer hier verstecken. Aber was glauben Sie, wie es denn weitergeht? Das weiß ich selber nicht. Aber ich gebe nicht auf. Wie gesagt, also ich habe noch Hoffnungen. Ich will nicht hier ganz in meinem Leben hier bleiben. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. In Offenbach sind viele arm dran. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei 18.000 Euro im Jahr. Bundesweit ist es mehr als doppelt so hoch. Das Geld fehlt den Menschen überall, auch bei der Gesundheit. Heute gibt es eine Sprechstunde für Patienten ohne Krankenversicherung. Einmal die Woche können sie sich hier kostenfrei behandeln lassen. Gut. Um was geht's? Das Problem ist, ich kann meine Zähne nicht machen lassen. Ich will ja komplett erneuern, weil das unansehnlich ist, sage ich jetzt mal. Gebe ich auch offen zu. Und da ich Probleme mit der Krankenkasse habe, mit der Schulden, das sind ja über 10.000 Euro. Da saß ich in JVA ein Jahr lang im Knast. Und da gab es irgendwie Probleme und die haben sich ja nicht drum gekümmert und dementsprechend sind die Schulden zustande gekommen. Mehr als 150 Patienten nutzten das Angebot im vergangenen Jahr. Bevor wir hier nicht mit der Praxis angefangen haben, war mir das unvorstellbar, dass es so viele Menschen gibt, die überhaupt keinen Versicherungsschutz haben und die auch kein Geld haben, sich irgendeine ärztliche Hilfe zu leisten. Jetzt ist erst mal der Mann mit den Zahnproblemen an der Reihe. Die Zähne sind abgebrochen zum Teil. Ja, das heißt zum Teil. Nur das hier ist noch so weit unten in Ordnung. Alles andere kann man rausreißen. Mit dem Gebiss mache ich mir halt Sorgen, wenn da Zähne kaputt sind und sowas, dass da einfach auch Keime, in der Mundflora sind sehr viele Keime, dass die übersiedeln können. Und das Problem ist, da sind auch Keime, die gerne aufs Herz gehen einfach. Ne? So viel weiß ich ja, das ist ja das Problem, ob die Krankenkasse dann dafür das Ganze übernimmt oder einen Teil davon. In einer Woche soll er wiederkommen. Bis dahin versuchen die Helfer, einen Zahnarzttermin für ihn zu bekommen. Zum einen kommen hier Leute her, die nie wirklich quasi in einer Krankenversicherung drin waren, die aus dem Ausland kommen, die hier irgendwie gestrandet sind. Und wenn Leute versichert waren und sich dann diese Versicherung irgendwann nicht mehr leisten können im Alter. Zurück in die Hochhaussiedlung Lauterborn. Ganz in der Nähe lebte früher Star-Rapper Haftbefehl. Große Fußstapfen für den Nachwuchs. Mike hat sein Studio im Keller des Jugendzentrums. Nur vorübergehend, bis die Karriere richtig abgeht. Korrekt, geht's.
gleich am Bahnhof. Ich habe gerade einen Song von mir gemixt. Sag mal, was du davon hältst. Ja. Der ist anders auf jeden Fall. Der ist anders. Der ist anders auf jeden Fall. Hast du den gemacht? Wie findest du den? Ich hab was. Oder? Nice. Auch Dennis ist hier aufgewachsen. Unsere Songs widerspiegeln einfach unsere Emotionen wieder. Genau, ja. Genau. Fühlen wir uns an dem Tag genervt, dann kommt doch so ein power-genervter, starker Song, ein, der für manche halt nicht so sehr kommerziell ist. Und manchmal haben wir auch gute Laune und die Sonne scheint und die lacht, dann schreiben wir auch mal einen Love-Song. Die Stadt hat beide geprägt. Die Armut, die Kriminalität, daraus sollen jetzt die richtigen Songs entstehen. Offenbach als State of Mind. Dennis zumindest scheint begeistert. Stark! Saustark! Der Beat ist krass. Für uns war das ein bisschen abschreckend, was die Generation vor uns erlebt hat, beziehungsweise dass so viele dann in Haft mussten oder abgeschoben worden sind. Und ich glaube, daraus haben wir einfach gelernt und haben uns gesagt, ey, wir wollen das besser machen. Und das haben wir auch zum größten Teil alle gemacht. Doch nicht nur die Jungen haben es schwer. In Offenbach sind 53% aller Sozialhilfeempfänger älter als 65. Für die Mitarbeiter der Tafel sind die armen Alten Kernklientel. Da einige den Weg hierher scheuen, hilft Philipp heute im Lieferservice. Der 24-Jährige ist politisch engagiert, packt seit kurzem mit an. Wir fahren jetzt einige Lieferungen an die Risikogruppen aus, weil wir wollen in Corona vermeiden, dass wir hier große Ansammlungen haben. Und das ist eben besonders wesentlich für die kranken Leute oder für die älteren Leute. Die Pandemie trifft die ohnehin schon Gebeutelten am härtesten. Und doch sind es immer ähnliche Lebensgeschichten, die die Helfer erzählt bekommen. Sie handeln von Arbeitslosigkeit, Schicksalsschlägen und einem zu geringen Auskommen. Für Klaus-Dieter Meuer sind die Essenslieferungen inzwischen lebensnotwendig geworden. Seine Rente reicht nur für das Allernötigste. Ich bin schwerbehindert und muss mit 700 Euro Rente um die Ecke kommen, über die Runde. Und ja, mein Sohn war jahrelang arbeitslos und das hat nicht hin und vorne gereicht. Und Ihr Sohn wohnt auch mit hier? Der wohnt mit hier, ja. Der hat jetzt eine Teilzeitarbeit. Und auch das Enkelkind wohnt zum Teil noch mit in der Wohnung. Das ist das Reich von meinem Enkelchen. Seit einem halben Jahr ist er das Wochenende oder in den Ferien ist er hier. Das ist die Küche. Ja, da bin ich gerade am Aufräumen. Durch die Tafel habe ich das Glück, dass ich dann jede Woche hier das Essen gebracht kriege. Was ich brauche, ich nur ein bisschen was zukaufen. Ja, und ja, meine Güte, anders geht's nicht. Philipps nächste Kundin ist ebenfalls Rentnerin. Auch sie hat zeitlebens gearbeitet und zwei Kinder großgezogen. Jetzt kriegt sie ihr Essen von der Tafel. Okay, wir haben hier noch so einen extra Kasten mit Saft mitgebracht. Jawohl, dass es wieder auf die Beine kommt. Ja, eben, ne? Marie-Louise Stoll ist 83 und arm. Du kannst ja nicht Friseur oder Theater oder, wie man das früher eventuell gemacht hätte. Ist heute gar nicht mehr drin, da guckt man Fernsehen. Ja, was leisten Sie sich gerade überhaupt noch? Gar nichts. Gar nichts. Um der Familie selbst im Falle ihres Todes nicht zur Last zu fallen, hat sie vorgesorgt. Bezahle meine Beerdigung, meine Bestattung. Monatlich mit 100 Euro. 2000 und ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall, 2,5 sind es auf jeden Fall. Das Billigste. Feuerbestattung anonym. Meine Kinder, die
Die wissen dann, wo ich liege. Und das ist das Wichtigste. Alles andere. Offenbach. Eine Stadt mit finanziellen und sozialen Problemen. Aber auch ein Ort, an dem Menschen sich gegenseitig helfen.